Normalerweise, ich sammle ja viel Pokémon-Karten. Das wisst ihr ja. Ich habe auch früher viel Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt. Und habe jetzt länger nicht mehr so aktiv Yu-Gi-Oh! Gesammelt. Aber ich habe dieses Set gesehen gehabt. Ghost from the Past. Das hat mich mega angesprochen. Auch wegen den Ghost Rares, die da drin sein können. Vom schwarzen Magier oder den Drachen. Und die Ghost Rares sind das ultimative Krasse, was du da rausziehen kannst. Ich glaube nicht, dass da eine drin sein wird. Aber man weiß ja nie. Ich habe hier ein Display. Erste Auflage Deutsch, ein ganzes Display von dieser Schönheit. Schön, oder? Das sieht so cool aus. I like it. Die Karten gleich kann ich besser in die Kamera halten als diese dicke Box hier. Ja. Nur, dass ihr das wisst, da wechsle ich gleich hin. Da ist es. Ah, der Geruch von neuen Karten ist immer schön. Da, 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 da. Das muss man natürlich richtig machen. Sieht das nicht cool aus? Ah! Mega Display. Ah! Bin ich ein bisschen hyped. Dann schauen wir mal, was da drin, was wir da Schönes ziehen. In dem Display sind fünf solche Cases drin. Wie ihr sie hier seht. Ah, drei Booster. Ah, hier das schwarze Magier-Artwork da drauf. Schön. Die sehen richtig cool aus, die Ghost from the Past Sets. Ich packe die mal erstmal alle aus. Ich glaube, das ist besser. Dann kann ich die Booster einfach öffnen. Ghost from the Past. Viele, viele schöne Booster mit sehr schönen Artworks. Ich mag am meisten das Magier-Artwork, das uralte. Und das kann da auch drin sein als Ghost Rare. Genauso wie der alternative Drache als Ghost Rare und so. Also schon schöne Karten. Allgemein sind die Karten in dem Set, finde ich, sehr schön, auch von den Artworks her. Da kann man nicht meckern. So sehen die, wie gesagt, aus. Deutsche Ausgabe, erste Auflage. 5 Karten pro Pack. Auf welchem Platz ist bei denen? Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr das Yu-Gi-Oh! Game richtig gespielt. Vor allem gespielt. Ich war früher auf Turnieren. Auf welchem Platz sind hier die Rares bei den 5er-Packs? Ich weiß es gar nicht. Oh! Wir haben direkt. Ich mach das mal so. Oh, Junge, das Artwork ist ja mal Premium. Das sieht ja mal richtig, richtig schön aus. Hä? Sonnensamenschatten. Frische Schwester. Ich kann nicht mehr lesen, Alter. Holy shit. Aber die Torte. So. Das hat noch richtig. Die Artworks sind so hübsch. Holy shit. Was Spielen angeht, bin ich rausgekommen aus dem Spiel. Ich habe gerade erst angefangen, Jules. Was das Spielen angeht, ich war früher auf Turnieren. Ich bin rausgegangen aus dem Game, als irgendwann die Sachen kamen wie. Jetzt habe ich gerade eine Ghostwear gezogen. Ich habe gerade eine Ghostwear gezogen. Holy shit. Leute, hier. Firewall Drache Ghostwear, aber ich habe das gar nicht realisiert gerade. Ich habe das gerade gar nicht realisiert, dass ich eine Ghostwear gezogen habe, weil ich so. Und hier die war auch noch. Ich habe gerade eine Ghostwear gezogen im ersten Pack. Firewall Drache. Ich habe das gerade gar nicht realisiert. Holy shit, no way! Ich habe im ersten Pack eine Ghostwear gezogen. Ja. Leute. Firewall Drache Ghostwear. Ich weiß nicht, wie viel der aktuelle Wert ist. Ich glaube, der Wert ist so bei 200 bis 300 €. Ich habe gerade einfach mal direkt eine der mit seltensten Karten gezogen. Einfach so im allerersten Pack. Im allerersten fucking Pack. Das kann mir keiner erzählen. Junge, was? So, was das Spielen angeht, was ich eben sagen wollte, ist, da bin ich raus als, oh, Sicherungssekretärin. Die Artworks sind so hübsch. Da bin ich raus, als, diese Magie-Feinkarten-Switches kamen und so, weißt du?
289 momentan, schreibt Turby. Da habe ich direkt einfach meine 300-Euro-Karte gezogen. Holy shit. Der Baum. Okay. Seite Dieb. Junge, die Artworks von Yu-Gi-Oh! Sind aber halt anders hübsch, ne? Muss man ja mal sagen. Also, die sind einfach anders hübsch. So. Gerade, die Ghost Rares. Aber. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe gerade fucking Ghost Rare im ersten Pack gezogen. Den anderen Packs packe ich wieder zurück. Oh, die Feder. Oh, mega schön. Die Feder hier, die Nebelklinge. Ich sag immer Feder, das ist halt ein Schwert. Ne? Aber es sieht aus wie so eine Feder, deswegen sage ich Feder. Ah, es ist die Nebelklinge. Die ist eine gute Karte. Mastenwechsel 2. Resonatormaschine. Oh, die sieht auch cool aus. Monarch. Oh, mega. Sternschuppendrache. Megakarte. Oh, wieder hier. Waifu, Leute. Zeitdiebin. Ich liebe die. Okay, ich muss echt sagen, ich liebe die Artworks von Yu-Gi-Oh! Karten. Die sind halt einfach nur hübsch. Der Schwallmagier. Oh. Oh, hier. Synchro-Fusion. Mega cool. Mega, mega, mega cool. Resonator-Ruf. Meteorsch. Hier, der Kometrache. Ja, kann gerade eh nicht reden. Auch mega das Artwork. Wie geil das aussieht, oder? Durchweg in Ghost of the Past sind durchweg halt geile Karten. Muss man einfach so sagen. In Ghost of the Past sind durchweg geile Karten. Der Notfallteleporter. Meerschirmschweif-Rotschka. Oder Rochka. Oh, wie süß die Karte ist. Einberufung. Magiekarte. Siegel der Einberufung. Und der Überfallraptor. Die Falco-Karte ist mega nice, ja. Aber hör mich, es tut mir so leid, ne? Ich weiß auch nicht, was mein Glück soll, ne? Erst die Lura-Karte letztens und jetzt das. Scharf gestellt? Nee. Oder? Hallo? Kamera? Jetzt. Schrecken von Trishula. Das sieht alles so hübsch aus, die Holo-Artworks hier. Sorry, dass ich da so begeistert bin, aber die sind halt einfach nur schön. Die sind halt einfach nur schön. Die Dracheneinheit, Phalanx. Oh, Dracheneinheit Ritter. Mega Karte. Mega Karte. Aber ich bin ehrlich, ich hätte sehr gerne eigentlich den schwarzen Magier als Ghost Rare gehabt, ne? Oder den weißen Drachen. Ist ja klar, dass man den am liebsten so hätte. Auch wenn die mega cool ist.
Was ist heute mit der Kamera los? Ich glaube, der fokussiert immer die Booster, weil die so schön hell sind. Glaube ich. Ja. Wieder die Nebelklinge. Metall. Oh. Mann, die Kamera nervt mich gerade. Der Baum wieder. Die hatten wir jetzt schon. XYZ-Ausbruch. Der nice Mean-Maulwurf. Finster-Requiem. Oh, die sieht auch so cool aus. Und Sternritter. Also das Set ist einfach mega. Da kann man nichts gegen sagen. Die Karten sehen illegal schön aus, die sind einfach mega cool aus dem Set, habe ich ja gesagt. Ghost from the Past hat mich wieder mega angemacht von den Karten her und vom Design und so. Weshalb ich mir jetzt geholt habe. Nein, das ist, weil das ein spezielles Set ist, Gaming. Das ist, weil das ein spezielles Set ist. Wir haben jetzt die nächste. Da hatten wir ja vorhin auch das andere Törtchen. Jetzt haben wir noch die. Das ist Yachi nämlich. Metall... Oh... Der Zeitdieb. Und ausgeglichener Zweikampf. So, ich bin enttäuscht. Ich habe erst eine Ghostware gezogen. Ist das nicht voll assi, oder? Tja. Valadier, nein, nein. Hey, Valadier, na, wie geht's dir? Habe ich dich nicht heute schon begrüßt, Valandi? Und gefragt, wo du Lachs gegessen hast? Zeitdieb? Auch eine schöne Karte. Siegel der Verbannung. Oh, das sieht auch so cool aus. Sonnenrankenheiler. Und Siegel der Schöpfung. So, Leute, wir haben noch 5 Booster. Darf aber nichts sagen. Wir haben nämlich eine Ghostware schon gezogen gerade. Das heißt, meckern ab jetzt für immer verboten. Königliches Gefängnis. Oh, die ist aber cool. Derzeit die Flyback mit Yachi im Arm. Schrecken von Trishula wieder, aber das finde ich echt hübsch gemacht. Und Lava. Lavalva, so, sorry. Oh, wie cool sieht Lavalva denn bitte aus? Priestliches Siegel. Grüße zurück an Keksel. Der Vulkan. Auch wieder ein Waifu hier. Ja. Update-Störer. Ja, die, hab ich ja gesagt, allgemein, die Karten sind halt mega hübsch. Die Dunkeldame. Und nochmal den roten Supernova-Drachen. Auch mega hübsch.
So, Leute, noch drei Booster. Artefakt Durendal. Oh, wie cool das aussieht. Das ist mein häufigstes benutztes Wort in dem Unboxing. Wie cool sieht das denn aus? Oh, voll das hübsche Artwork. Oyama-Land. Die Blüte. Oh, wie schön die Blüte ist. Aber man muss das ja einfach sagen. Das sind halt einfach schöne Karten. Der Konter. Und nochmal die Sphären. Die hatten wir aber schon, ey. Hey, doppelte Karte. Hast du das voll? So, zwei Booster noch. Und nur eine Ghost-Wert. Frech, oder? Gigantes. Hallo, Kamera. Danke. Der Goldfahrer. Wie viel kostet so ein Pack? Ich weiß nur, wie viel das Display kostet. Ich glaube, so ein Dreier Blister vielleicht 16 Euro. Der Bastardrache. Nochmal jemand mit seinem Motorrad. Und nochmal der Sternschnuppendrachen. Oh, wie cool. Dreier Packbox 15 Euro plus Versand. Ja, ich habe jetzt das Display. Das ganze Display kostet, glaube ich, 80 Euro. Das ganze Display, glaube ich. Hab aber jetzt schon 300 Euro gemacht mit der Karte. Also von daher. Kann man ja nicht meckern, oder? Man muss nur eine Ghost-Wert ziehen. Was ist da los, Leute? So, letztes Pack. Mit dem schönen schwarzen Magier. So, was haben wir denn nochmal im letzten Pack, Leute? Hä? Weiß ich noch nicht, fand ich. Behalte sowas gerne eigentlich selber. Priestlicher Drache. Maskenwechsel. Der Groß. Almanda. Geniales Artwork, wollte ich auch gerade sagen. Sonnenkranke Wache. Junge, was lese ich da? Was rede ich da? Sonnenrankenwache. Mein Gehirn ist schon wieder Matsche heute. Und nochmal Drachenreiterritter. Die hatten wir auch schon. Ja. Viele schöne Karten dabei gewesen. Ich muss sie alle noch einsortieren in mein Album dann. Und natürlich die beste Karte, die ich heute gezogen habe, vom Wert her. Die Ghostware Firewall-Drache.